Ja, hallo Leute und damit willkommen zurück auf Creative Simon und zu einem weiteren Datapack-Video. Das Ganze ist für den lieben Creepy Crafter, der hatte sich nämlich mal gewünscht, dass ich zeige, wie man einen Explosionsbogen bekommen kann. Und hier ist das Video dazu. Wie immer, wenn du auch einen Wunsch hast, dann schreib ihn auch gerne in die Kommentare und dann werde ich mich in den nächsten Wochen drum kümmern. Mit diesem Anfang würde ich mal sagen, fangen wir mal an. Also, als allererstes gehst du jetzt in die Videobeschreibung und downloadest dort das Datapack. Nachdem der Download abgeschlossen ist, installierst du dieses und falls du nicht weißt, wie man Datapacks installiert, kannst du jetzt einmal oben rechts auf die Infocard klicken. Weiter geht es danach in Minecraft und dort schmeißt mal einen Bogen, TNT und einen Diamanten so zusammen und erhalten dann den TNT-Bow. Können dann hier natürlich nicht auf die Tiere, sondern auf dieses schöne Villager-Dorf da drüben schießen und schon haben wir hier einen TNT-Bogen. Mit dem können wir alles zerstören, daher ist er auch ein bisschen OP, aber ich dachte mir, warum nicht? Es ist ein cooler Wunsch und es ist auch eine kleine nette Spielerei, ein kleines Datapack für zwischendurch, denn ihr habt ja auch gestern schon gesehen, aus zeitlichen Gründen habe ich es nicht geschafft, das fertigzustellen, was ich hier wollte. Das kommt dann nächste Woche und auch dieses Video hier ist sehr frisch produziert. Noch am selben Tag und sogar ja ungefähr jetzt eine Stunde her, dass ich das hier aufgenommen habe. Naja gut Leute, das tut nichts zur Sache. Wie immer gibt es das Datapack in der Videobeschreibung zum Download. Und damit würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen kreativen Daumen nach oben da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, auch ein Abo und die Glocke nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.